Gar keinen Sinn, aber den finde ich super. Hallo und herzlich willkommen bei Movie Maniacs. Ich bin's, eure Vanessa, und ich freue mich sehr, denn Stefanie Heinzmann ist heute bei uns. Schön. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön. Du hast gesagt, dass Just Dance genau dein Spiel ist. Wieso? Absolut, also weil es einfach total Spaß macht. Ich glaube, viele denken Just Dance, ich kann nicht tanzen und ich kann das nicht so gut und schäme mich, aber das ist halt genau der Punkt am Spiel. Man muss das gar nicht gut können, das soll halt total Spaß machen. Und tanzen macht mir persönlich total viel Spaß und ich kann mit Sicherheit sagen, ich kann überhaupt nicht tanzen. Also es ist wirklich eher so ein Rumgefudel, aber es macht halt total viel Spaß, das mit Freunden zu machen. Und ja, ich kann das tatsächlich nur empfehlen. Du bist ja jetzt nicht nur das Gesicht von Just Dance 4, sondern du hast auch noch einen Song. Das ist wirklich, das ist natürlich für mich als Musikerin die größte Ehre, so einen Song in einem Spiel zu haben. Digging in the Dirt ist es. Und ja, wenn ich mir so vorstelle, dass es Leute gibt, die zu Hause zu meinem Song abdancen, ist das natürlich sehr cool. Wieso wurde denn gerade der Song ausgesucht? Ich denke, er ist sehr tanzbar tatsächlich. Also für mich ist es natürlich toll. Es ist jetzt die erste Single vom dritten Album. Und wir sind natürlich selbst sehr überrascht, dass es alles so gut lief und dass alles so toll war fürs dritte Album. Wir waren alle sehr aufgeregt. Und ja, ich denke, dass man zu der Nummer gut tanzen kann. Das Album, das kam ja dieses Jahr im März raus und es trägt den Titel Stefanie Heinzmann. Richtig. Oft ist es ja so, dass das Debütalbum diesen Namen hat. Wieso ist es bei dir gerade jetzt das dritte Album? Ja, das sind tatsächlich ganz, ganz viele Gründe. Also bei den ersten Alben ging alles sehr schnell. Nach der Castingshow war es wirklich, das erste Album war total schnell draußen. Beim zweiten Album hatten wir auch relativ wenig Zeit. Und das dritte Album war wirklich für uns das erste Album, bei dem wir richtig viel Zeit hatten. Also wir waren anderthalb Jahre dran, Songs zu schreiben. Wir haben uns mit Songwritern getroffen, waren im Studio und konnten so richtig Perfektionisten sein. Und das war für uns ganz toll. Und ja, es ist tatsächlich für uns auch das erste Album, das ohne diesen großen Hype rausgekommen ist. Deswegen fanden wir den Namen Stefanie Heinzmann sehr passend. Ja, genau. Seit 2008 hat sich dein Leben ganz schön verändert. Da war nämlich die Castingshow von Stefan Raab. Was hat sich genau für dich verändert? Tatsächlich alles. Also das Interessante ist, dass es ist nicht so, dass mein altes Leben weg ist, sondern ich habe wie eine neue Welt dazugekriegt. Also es ist wie so zwei Universen und das ist, macht total viel Spaß. Also wenn ich zu Hause bin, dann bin ich im Wallis und habe da meine Freunde und mein Stammlokal und da ist alles wie immer irgendwie. Und wenn ich nach Deutschland fahre oder halt unterwegs bin, dann können wir Musik machen und das ist halt das Schönste. Also jetzt auch mit dem dritten Album jetzt dann im November auf Tour zu gehen, das ist einfach eine Ehre. Das ist einfach ganz, ganz toll, dass man das noch darf. Um nochmal zum Spiel zurückzukommen, hast du denn einen Lieblingstanzsong, der jetzt im Spiel ist, außer natürlich deinen? Außer meinen? Mein Lieblingssong ist Moves Like Jagger, tatsächlich. Ja, der macht total viel Spaß. Der ist leider auch nicht ganz so einfach. Also ich stelle mich nicht so wahnsinnig gut an, aber er macht richtig viel Spaß. Also wenn du Just Dance tanzt zum Beispiel jetzt in deiner Freizeit, mit wem? Mit meinen Freunden tatsächlich. Also ich zwinge schon auch mal meine Jungs dazu und die müssen dann tatsächlich auch zugeben, dass das mehr oder weniger Spaß macht für die. Die schämen sich dann immer ganz schön. Aber also mit so einem Mädelsabend ist das auf jeden Fall total toll. Bist du nervös, wenn du tanzt, oder tanzt du einfach drauf los bei so einem Spiel? Auch für Angst, dich zu blamieren? Mir ist das völlig wurscht. Ganz ehrlich gesagt, da bin ich durch. So am Anfang hatte ich echt meine Berührungsängste, glaube ich, wie jeder. Aber irgendwann, ja, man ist so konzentriert und man merkt dann auch, dass man gar keine Zeit hat, den anderen zuzugucken, weil man ja immer denkt, die gucken mir zu. Aber die sind so beschäftigt mit dem, was da gezeigt wird und man versucht, das irgendwie nachzumachen. Also man kann gar nicht zugucken.
wenn man dich jetzt auf der Bühne sieht, du machst das ja eigentlich eher natürlich. Also du hast jetzt keine besondere Choreografie, oder? Nicht wirklich. doch, ich verkaufe mich jetzt mal, als hätte ich eine Wahnsinnschoreografie. Natürliche Choreografie. Ich habe wirklich keine Choreografie, aber ich tanze sehr viel und ich bewege mich sehr, sehr gern zur Musik tatsächlich. Hast du dir dann überlegt, jetzt auch was von der Choreo, die da ist, zu Dinge in the Dirt, was zu übernehmen? Bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich glaube, dass mit der Choreografie auf der Bühne, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen dran wagen. Kannst du uns zum Schluss nochmal deinen Favorite Move von dem Lied zeigen? Oh, mein vorkommt. Favorite Move? Aha. Bitte. Warte, welcher ist denn der coolste von dem Lied? Ist eine gute Frage. Doch, den coolsten finde ich eigentlich den. Gar keinen Sinn, aber den finde ich super. Und an welcher Stelle kommt der vor? Öfter? Der ist im Refrain, ja, der kommt in jedem Refrain kommt der vor. Ja, cool. Also vielen Dank fürs Interview. Wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. Ja. Und euch sagen wir Tschüss, macht's gut. Tschüss.